Kommen wir zum ersten Vortrag. Wir wissen ja alle, mit QGIS kann man wunderbar geografische Daten verarbeiten, aber man kann mit QGIS auch Karten machen. Wenn man das macht, stellt man aber relativ schnell fest, die Grundmenge an Symbolen im QGIS ist doch relativ gering. Wie man eigene Symbole erstellen kann und welche Werkzeuge man dafür benötigt, das wird uns jetzt Katrin Hannemann erklären. Ja, herzlich willkommen zum Vortrag heute Vormittag zum Thema Erstellung individueller Symbole in Inkscape für die Verwendung in QGIS. Ich bin Geografin, beschäftige mich seit vielen Jahren mit GIS, in letzter Zeit vermehrt mit QGIS, auch mit Kartografie, und bin bei GIS-Trainer tätig, führe auch viele Schulungen durch und gebündelt jetzt auch unter QGIS Pro verschiedene Schulungen, Support und so weiter. So, jetzt kommen wir zum Thema QGIS und Inkscape. Ich denke, die meisten im Raum wissen, wovon ich spreche. Beides Open-Source-Programme, die auf verschiedenen Betriebssystemen laufen. Und ich habe hier die Download-Links drin. Falls jemand sich doch noch nicht das Programm installiert hat, kann er das gerne nach dem Vortrag dann gleich tun. Und wir reden über SVG-Grafiken. Und für alle, die nicht wissen, was sich eigentlich so richtig dahinter verbirgt, hier nochmal so eine Folie dazu. Also skalierbare Vektorgrafiken mit der Endung SVG, und es ist ein standardisiertes Dateiformat, frei und quelloffen, und bildet zweidimensionale Grafiken ab und basiert auf dem XML-Format. Das heißt, man kann es auch einfach im Texteditor öffnen und lesen und gegebenenfalls auch bearbeiten. Rastergrafiken, denke ich, wissen alle, bestehen aus Pixeln in Zeilen und Spalten angeordnet, die entsprechende Kantenlängen haben, und dann eben aber immer das Problem, wenn man zoomt, wenn man skaliert, kommt man immer wieder an die Grenze, dass diese Grafiken dann so pixelig werden, unscharf werden, und ich kann halt auch nicht mal eben die Farbe ändern von so einem Rasterbild. Vektorgrafiken hingegen sind da ein bisschen anders aufgebaut. Wir haben Punkte, die eben verbunden sind mit Linien, mit Kurven, und diese Grafiken können verlustfrei skaliert werden. Farben, Transparenzen können entsprechend dann relativ unproblematisch angepasst werden. Ja, hier sieht man nochmal SVG-Grafiken. Also so sieht der Aufbau aus, wenn man die im Texteditor öffnet. Man hat hier oben so einführende Bereiche, also die Sprache festlegen, das fest definierte Sprache, die da verwendet wird, dass eben die verschiedenen Programme diese Grafiken lesen können. Und es gibt im unteren Bereich dann die Definition über die Darstellung der Datei. Also sowohl farblich als auch, wo sie angesiedelt ist, wie groß die Datei, die Grafik ist. Und in QGIS ist eigentlich der Umfang schon relativ groß, was man an Symbolen erstellen kann. Man kann auch komplexe Symbole zusammenbauen mit den Möglichkeiten, die einem gegeben werden. Das funktioniert nach dem Ebenenprinzip. Ich habe es hier mal zusammengefasst auf der Folie. Also man kann Einzelsymbole zusammenstellen zu komplexen Symbolen, um seine Daten zu visualisieren. Und da sind eigentlich auch kaum Grenzen gesetzt. Man kann verschiedene Elemente benutzen, also sowohl Punkte, Kreise, Linien, als auch schon voreingestellte SVG-Grafiken. Und das funktioniert eben genauso wie die Layer-Ansicht in einem GIS, dass man eben verschiedene Ebenen hat und die obere Ebene wird zuerst dargestellt und die anderen unten liegen dann unten drunter. Man sieht hier immer so das Endsymbol. Und so sieht dann so ein Aufbau dieses Symbols in QGIS aus, was dann auch skaliert werden kann im Gesamten. Hier ist mal ein Beispiel für Berlin mit einem Punkt, wo der Fernsehturm ist, zusammengebaut, und so sieht dann das, sieht der Marker aus, wenn ich den in QGIS hier erstelle. So, dann gibt es schon einige SVGs, die mitgeliefert werden mit QGIS, also die mit installiert werden. Da gibt es eine eigene Bibliothek. Die kann man dann ansprechen in QGIS, die kann man hier auswählen. Und man kann aber auch eigene SVG-Grafiken einbinden. Hier ist nochmal ein Beispiel, wie man das für einen Punktlayer zuweisen würde. Man definiert die SVG-Markierung und kann dann in den Symbolen den entsprechenden Marker auswählen. Da sind dann auch alle Einstellungen zu machen. Also man kann für die SVGs, die dort mitgeliefert werden, die Farben ändern, die Außenlinien, die Linienstärke. Ich sage, dass wir da gleich noch drauf zu sprechen kommen, wie das dann bei den individuellen SVGs ist.
Ja, es gibt ja nicht nur Punktsymbole, also einzelne Punktlayer, die man visualisieren kann in QGIS. Hier sind noch andere Beispiele, wie man auch Flächen zum Beispiel füllen kann mit einzelnen SVG-Punkten oder man kann auch SVG-Dateien für Flächen anlegen und dies verwenden dann für eben die Darstellung von Polygonen. Und man kann auch im Kartenlayout SVG-Dateien nutzen, um sein Layout nach eigenen Wünschen dann gestalten zu können. So, jetzt kommen wir zum eigentlichen Thema SVG-Grafiken in Inkscape erstellen. Ich habe hier mal so ein paar Punkte aufgeführt, was Inkscape so alles kann. Da gibt es natürlich noch viele Unterpunkte. Also man kann Objekte zeichnen, bearbeiten, vervielfältigen und dann die einzelnen Pfade, also die Begrenzung speziell bearbeiten. Man kann automatisch Formen erstellen lassen, entsprechend Füllungen und Konturen festlegen, Fangwerkzeuge benutzen, Zeichenreihenfolgen verwenden und ausrichten und so weiter. Auch boolsche Operatoren, wie wir es aus dem GIS kennen, sind vorhanden, also Verschneidung, ein Clip zum Beispiel, ein Intersect, Erase-Tool, damit kann man Objekte miteinander kombinieren und man kann mit Texten arbeiten und sogar Rastergrafiken einbinden und diese auch vektorisieren. So sieht die Oberfläche aus, wenn man QGIS öffnet. Man hat hier die verschiedenen Werkzeugleisten und Menüs, die sich entsprechend immer anpassen, je nachdem, was man gerade macht, ob man gerade ein Objekt erstellt oder einen Text schreibt. Und ich zeige hier auf den nächsten Folien mal, wie ich ein individuelles Symbol für Trinkwasserpunkte in Berlin erstellt habe, dass man mal so die einzelnen Wege in Inkscape sieht. Als erstes habe ich einen halben Kreis gezeichnet, mir zeichnen lassen. Da kann man hier entsprechend die Einstellung machen, dass kein ganzer Kreis gezeichnet wird. Dann kann ich im nächsten Schritt ein Dreieck hinzufügen und dabei eben auch Raster benutzen, also wo meine Maus einrastet, Hilfslinien und so weiter. Ich kann das Objekt dann vereinigen, also mit so einem boolschen Operator. Und dann sind mir eigentlich keine Grenzen gesetzt, mein Objekt entsprechend zu gestalten. Ich habe jetzt hier angefangen, mit diesem Knotenwerkzeug zu arbeiten. Da kann man dann die einzelnen Stützpunkte anfassen, Kurven gestalten und sich eben dieses Objekt so gestalten, wie man es benötigt. Anschließend kann man dann die Füllung bearbeiten. Da gibt es ähnliche Einstellmöglichkeiten hier wie in QGIS. Man kann auch Farbverläufe definieren. Und dann hat man so ein Basis-Icon, mit dem man weiterarbeiten kann. Und da sind einem dann auch keine Grenzen gesetzt. Ich habe hier jetzt drei verschiedene Varianten mit dem gleichen Wassertropfen mal definiert. Wie gesagt, da ist alles möglich. Man kann den rotieren und mehrfach anordnen, je nachdem, wie der Bedarf ist. So, was mache ich dann? Wenn ich in QGIS wieder meine Daten jetzt visualisieren möchte, habe ich eben die SVG-Markierung eingestellt. Und ich kann hier meine eigene SVG-Grafik auswählen und entsprechend hier die Größe anpassen. Aber man sieht jetzt hier Füllung und Rahmen, die Button, die sind ausgegraut und auch die Umrandungsstärke kann ich nicht entsprechend ansprechen von meinem individuellen Symbol. So sieht das Symbol erstmal in der Karte aus. Und so sind dann die weiteren Einstellmöglichkeiten hier unten nochmal gezeigt. Wenn ich jetzt diese ganzen Einstellmöglichkeiten aktivieren möchte, dann muss ich dieser SVG-Grafik noch ein paar Parameter hinzufügen, damit QGIS entsprechend diese Punkte interpretieren kann und die Farben und Linienstärken, Transparenzen zuweisen kann. Da gibt es zum Beispiel diese Parameter, die werden recht häufig benutzt, also die Füllfarbe und dann die Deckkraft, wenn man Transparenzen einstellen möchte, entsprechend dann für die Außenlinie. Die Einstellmöglichkeiten und auch die Stärke für die Außenlinie. Ich habe jetzt hier mal ein Beispiel von einem einfachen Quadrat genommen. Man sieht oben erstmal die SVG-Datei im Texteditor geöffnet, wo sie definiert ist, wie sie hier dargestellt ist, also fest mit festen Werten, der Füllwert hier als Hexafarbwert dargestellt, dann die Umrandung, die Umrandungsstärke und das sind hier die Maße meines Objekts, also bei welcher Koordinate hier angefangen wird in Inkscape, dann die Höhe und Breite meines Objekts und das danach geschlossen wird. Und ich habe jetzt im Texteditor diesen Bereich hier oben geändert, also Fill, Stroke, Stroke Width
und habe hier die Parameter eingeführt. Man sieht auch, ich habe hier mehr Parameter eingeführt, das heißt, ich kann dann entsprechend mehr Parameter auch in QGIS einstellen. Und dieser Ausdruck ist immer dieser Param und dann in Klammern der entsprechende Bezug dann zu meiner Einstellmöglichkeit. Und nachdem ich das gemacht habe, kann ich jetzt meinen Marker entsprechend in QGIS anpassen. Man sieht es jetzt hier, ich habe einfach mal andere Farben verwendet, die Umrandungsstärke eingestellt. Und dann, wenn ich das alles gemacht habe, kann ich entsprechend die Daten auch kategorisiert darstellen. Wie man es hier sieht, also sind verschiedene Typen vergeben und denen habe ich entsprechend unterschiedliche Farben zugewiesen, wie man es in QGIS kennt, auch von Punktdaten zum Beispiel. Oder auch abgestufte Darstellungen, dann, wenn man Klassen bilden möchte. So, dann kann man noch SVG-Dateien minimieren und optimieren. Da wird standardmäßig immer erstmal ein großer Bereich reingeschrieben mit Informationen, die theoretisch gefüllt werden können, die man aber eigentlich in QGIS nicht benötigt. Sieht man auch, wenn man sich die SVG-Dateien mal öffnet, die mitgeliefert werden mit QGIS in der Bibliothek. Und da gibt es viele Tools. Ich habe jetzt als Beispiel mal dieses SVGOs Missing GUI von diesem Jake Archibald mir angeschaut. Da kann man auf einer Webseite einfach per Drag and Drop die SVG-Datei hinzufügen. Das sehen wir gleich auf den nächsten Folien. Ist auch eine Offline-Variante möglich. Es gibt natürlich weitere Tools, Programme und Webseiten, die man da nutzen kann. Da muss man dann einfach mal entsprechend nachsuchen. Und diese Webseite sieht so aus, ich habe jetzt hier diesen Tropfen mal reingezogen und man sieht hier oben mal Image und Markup, da kann man wechseln zwischen dem Bild und dem XML-Code. Und an der Seite gibt es viele Anpassmöglichkeiten, also wie meine XML-Datei nachher aussehen soll, was vielleicht an Code rausgenommen werden soll, was nicht wichtig ist. Und ich kann mir dann entsprechend immer anschauen, so sieht der Code aus, bevor ich ihn optimiert habe. Hier sind viele Informationen zu Inkscape und SodiPoli und so weiter drin. Die eigentliche Information zu meinen Geometrien erfolgt erst ganz unten. Man sieht hier an der Seite dann den entsprechenden Scroll-Button. Die Datei ist relativ groß und man sieht dann unten immer so eine Anzeige, wie die Datei auch verkleinert wird, also einfach von der Dateigröße, die man dann reduzieren kann. Und so sieht es dann aus, wenn ich es optimiert habe. Sind nur noch die wichtigsten Informationen drin. Und ich habe jetzt hier eben verschiedene Elemente und die ganzen Stützpunkte, die in meinem Objekt verwendet werden. Und ich kann dann entweder die Datei herunterladen oder ich kann mir den Code hier kopieren und dann Texteditor einfügen. Also es ist sehr einfach zu handhaben. Das ist noch eine andere Möglichkeit. Ich habe hier noch so ein paar Nordpfeiler erstellt, die man natürlich auch in Inkscape dann verwenden kann. Letztendlich, denke ich, sind da keine Grenzen gesetzt. Ganz wichtig natürlich im Open-Source-Bereich, was wir machen, wollen wir auch mit anderen teilen. Und da kann man natürlich viele Sachen zum Beispiel auf GitHub bereitstellen. Und es gibt ein tolles Plugin, dieses Resource-Sharing, was man in QGIS benutzen kann. Dort kann man verschiedene Pfade zu Repositories einbinden und diese sich dann entsprechend runterladen. Man sieht jetzt hier einen Screenshot von verschiedenen Themen. Bereichen. Ich habe jetzt hier mal drei verschiedene Themenbereiche rausgegriffen, also einmal dieses Plan-ZV für Flächennutzungspläne von Bernhard Ströbel. Das sieht dann so aus, da kann man sich dann die entsprechenden Symbole runterladen und die werden direkt installiert und beim nächsten Starten vom QGIS ist auch alles da und man kann die aufrufen und für seine Pläne verwenden. Dann gibt es Straßenzeichen, ich denke mal, da hat auch keiner Lust, die alle nachzubauen, da gibt es so viele in Deutschland. Da gibt es auch schon eine umfangreiche Bibliothek, die man nutzen kann. Das sieht dann so aus zum Beispiel. Oder wer mehr aus dem biologischen Bereich kommt, zum Beispiel verschiedene Tierarten, die speziell visualisiert werden sollen. Also da gibt es eigentlich keine Grenzen und man kann auch eigene Bibliotheken erstellen und diese dann entsprechend in QGIS unter dem Pfad ablegen, in dem die SVG-Dateien liegen und dann werden die auch jedes Mal angezeigt, wenn man in QGIS entsprechende SVG-Dateien einbinden möchte. Ja, wer mehr dazu wissen möchte und das auch mal ausprobieren möchte, kann gerne morgen früh zum Workshop kommen, um 9 Uhr. Wir fangen früh an. Da gibt es halt einen Überblick nochmal über die Stilfunktionalitäten in QGIS. Ich zeige, wie man das für die verschiedenen Datentypen einstellen kann.
dann bauen wir mal so eine Datei in Inkscape, gucken uns diesen Optimierer an und verwenden die dann in QGIS. Und ich zeige auch noch, wie man aus Rasterdaten entsprechend Vektordateien erstellen kann. Man hat ja oft vielleicht mal ein Logo oder irgendwie Grafiken, die man nur als Bild hat, die kann man auch in QGIS reinladen und entsprechend vektorisieren oder eben auch nachdigitalisieren, je nachdem, wie da der Anspruch ist. Ja, hier gibt es noch mehr zum Thema. Wer sich damit beschäftigen möchte, eine kleine Auswahl. Es gibt sehr viel an Foren, Communities, die man nutzen kann zum Thema Inkscape, zum Thema SVG. Und ja, damit möchte ich mich bedanken und wenn Fragen sind, dann gerne jetzt. Ja, vielen Dank, Katrin. Du warst sehr schnell. Wir haben also viel Zeit für Fragen und der Marco hat schon eine. Hallo, also danke für den schönen Vortrag. Ich habe zwei Fragen, die aber zusammenhängen. Gibt es in Inkscape selbst keine Möglichkeit, Parametrisierungen, wie du sie gezeigt hast, durchzuführen? Muss ich da tatsächlich in den Editor? Und die zweite Frage ist, wenn ich hier die Sachen ersetzt habe durch diese Param-Funktion, gibt es im SVG dann eine Möglichkeit, praktisch die Default-Werte irgendwo rein zu tun, dass das sozusagen dann auch vom QGIS so als vorgeschlagener Einstellungswert bleibt und ich den dann nur als Nutzer ändern kann? Also es gibt einen XML-Editor in Inkscape, den kann man aufrufen, der ist ja ein bisschen komplexer, aber da hat man den gleichen Code wie im Texteditor, wenn man den auch ruft. Allerdings hat man da so einen Baum, der immer sehr verschachtelt ist und sobald man dann Änderungen macht, wird es wieder überschrieben. So ist es ja auch, wenn man das ändert und die SVG wieder öffnet in Inkscape und die abspeichert, dann sind natürlich diese Param-Angaben dann wieder verschwunden. Habe ich mich noch ehrlich gesagt noch nicht mit beschäftigt, das Default einzustellen. Das ist ein guter Tipp, werde ich mir anschauen. Ja genau, das geht auch. Also das war jetzt in dem Beispiel nicht drin. Wenn man diesen Parameter eingibt, kann man dahinter auch immer noch diesen Farbwert zum Beispiel lassen. Dann wird es automatisch erstmal mit dem eingestellten Farbwert geladen. Ich habe aber trotzdem die Möglichkeit, dann die Farbe in QGIS zu ändern. Ja, auch nochmal danke für den schönen Vortrag. Von meiner Seite vielleicht noch eine Ergänzung oder Idee, was man mit SVG in QGIS noch machen kann. QGIS bietet einen Tooltip, da kann man den Tooltip auf HTML umstellen und dann zeigt er tatsächlich auch die SVG-Grafiken an und da kann man dann eben wunderschöne Auswertungen, die vielleicht zu groß sind, um sie gleichzeitig zu machen, über SVG darstellen. Ja, genau, gute Ergänzung, danke. Frage, gibt es Erfahrungen, wenn ich jetzt ein leicht komplexes Symbol habe, was ich auch mit QGIS-Hilfsmitteln erstellen könnte? Ist das denn effektiver, schneller in der Darstellung als eine SVG-Grafik? Kann man da irgendwas sagen, wann es sich lohnt, doch zum SVG zu gehen oder doch lieber im QGIS ein Symbol zu erstellen? Na gut, mit der SVG, ja gut, man könnte in QGIS das ja auch wieder als Stildatei speichern. Ist die Frage, ob man die noch in einem anderen Kontext vielleicht verwenden möchte, dann wäre natürlich die SVG angebracht. Die kann ich auch in allen anderen Programmen dann entsprechend verwenden. Also wenn ich eine Veröffentlichung habe oder... Eine grundsätzliche Aussage, ein QGIS eigenes Symbol ist auf jeden Fall schneller als eine SVG, sowas gibt es nicht. Ich denke mal, das kommt einfach auf die Übung drauf an, womit man da ein bisschen mehr gearbeitet hat vielleicht. Ah, nee, Entschuldigung, ich meine jetzt nicht die Erstellung, ich meine nachher die, ach so, die Geschwindigkeit beim Rendering, genau. Ist mir jetzt noch nicht aufgefallen, dass es irgendwie langsamer ist, aber ich habe auch keine superkomplexen, also so, was man so sieht halt an Grafiken, aber letztlich denke ich, dass es da keine großen Unterschiede geben wird. Okay, danke. Also ein Vorteil daran ist, wenn man selber eine SVG-Datei erstellt, ist die, wenn Sie das an Dritte abgeben wollen. Ja. Weil wenn Sie in QGIS selber die Bibliothek erstellen und Sie geben denen spezifisch Ihre eigene Bibliothek nicht mit, gerade wenn Sie eine große, mehrere Leute sollen gleichzeitig auf die gleichen Symbole zugreifen, ist es sinnvoller als SVG zu haben, als eben halt in seinem eigenen Programm die Stile zu hinterlegen. Na, man könnte höchstens, dass man zu den Dateien immer die QML-Datei zum Beispiel ablegt,
Muss man dann aber auch konsequent machen. Ne? Das muss, genau das ist das Problem. Ja. Ach so, ein wichtiger Hinweis noch, also SVG-Grafiken kann man auch mit festen Größen entsprechend darstellen, weil man ja oft, also viele, die sich für das Thema interessieren, haben feste Angaben für Symbole in bestimmten Karten zu verschiedenen Themen und man kann halt auch mit Karteneinheiten arbeiten statt mit Pixelgrößen und hat dann immer die feste Größe des Symbols bei einem bestimmten Maßstab zum Beispiel in der Karte. Also vielleicht noch als zusätzliche Ergänzung, es ist ja im Prinzip nur eine Textdatei in der SVG, das heißt, kann man das auch sehr gut in der Datenbank ablegen. Ich selbst mache das eben, dass ich mir tatsächlich aus Koordinaten dann SVGs in SQL zusammenbaue und die als View habe und selbst die kann man dann eben dort, wo man einen View nehmen kann, um was anzuzeigen, etwa der Tooltip, ausgeben. Das ist manchmal auch noch ganz hilfreich. Nochmal als Frage zu der Größe mit diesen Karteneinheiten. Was wäre denn die Empfehlung, weil ich kann die SVG-Datei, also diese Dateigröße sozusagen, das Format des Bildes ja verschieden groß wählen. Gibt es da irgendwie eine Empfehlung, was dann da sinnvoll wäre? Weil wenn ich das doppelt so groß mache und ich nehme entsprechend Karteneinheiten, wird es ja doppelt so groß dargestellt. Also ich habe ja keine Skalierung in dem Sinn drin. Ich würde dann die Datei entsprechend in Inkscape erstellen, also mit einer festen Größe, zum Beispiel 10 cm und stelle die dann, oder größer, ich habe jetzt kein Beispiel. Also man kann es in festen Einheiten ja in Inkscape erstellen und dann entsprechend in den Karteneinheiten, die man dann in QGIS zur Verfügung hat. Das die Frage war, ob es da eine Empfehlung gibt, was man in Inkscape sozusagen als Größe nehmen könnte, sollte. Das hängt aus der Erfahrung. Also hängt davon ab, wie die dargestellt werden sollen. Dann, also kann ich jetzt nicht keine Empfehlung zu geben. Müsste ich mir angucken im speziellen Fall. Also ein Gesichtspunkt dazu vielleicht. Man hat ja in QGIS die Möglichkeiten, die SVG-Grafiken auszuwählen über die Bibliotheken. Mhm. Und da habe ich schon gemerkt, wenn da die Größen zu groß oder zu klein sind, dann erkennt man sie da nie richtig. Also da würde mich auch interessieren, wie diese optimale Größe ist, dass man sie zum Beispiel in der Auswahl in QGIS gut erkennen kann. Ne? Aber das muss man halt probieren, denke ich. Gibt keine Fragen mehr? Ja, wir haben gelernt. Bin ich das? Wir haben gelernt, Symbole zu erstellen. Das ist doch auch eine eigene Welt für sich. Sehr interessantes Thema und ich bedanke mich hiermit bei Katrin Hannemann.